Seit 10 Jahren unterstützt uns die MLPD bei den Montagsdemos in allen Städten. Er spricht jetzt zu uns, Stefan Engel, Vorsitzender der MLPD. Liebe Montagsdemonstranten aus ganz Deutschland, liebe Berlinerinnen und Berliner, herzlichen Glückwunsch zu unserem 10-jährigen Jubiläum dieser wunderschönen Tradition der Berliner Demonstration der Montagsdemonstranten. Die Polizei hat es doch wirklich fertiggebracht, in ihrem Kommuniqué heute im Polizeibericht zu erklären, heute wären knapp 200 Leute durch Berlin gelaufen bei unserer Demonstration. Ich habe Ihnen empfohlen, doch einen Menschen anzustellen, der das Einmaleins mächtig ist, wenn er künftig sich mit unserer Demonstration befasst. Ich hatte ohnehin den Eindruck, dass die Polizei anderes zu tun hat, als uns ein Auto fast angefahren hat, ein Mercedes, der voll in die Demonstration gefahren ist, der war weit und breit, kein Polizist zu sehen. Aber wenn ich hier im Fernsehen schaue und Jugendliche demonstrieren, Autonomen, da haben sie ganze Hundertschaften hier, um die paar Jugendlichen zu verkloppen. Ich finde das eine Art und Weise der Diskriminierung dieser Demonstration. Und neben dem Glückwunsch möchte ich an dieser Stelle auch dagegen protestieren. Wenn wir Geburtstag feiern, dann sollen wir auch eine kleine Bilanz ziehen. 10 Jahre Montagsdemonstration, das ist eine Entwicklung scheinbar nur rückwärts, wie manche mir gesagt haben. Ich weiß noch, beim ersten Mal waren wir hier 25.000. Heute sind wir knapp 1.000 Leute gewesen. Und es sind vor allem Delegationen von den Montagsdemonstrationen, die nach wie vor seit Montag für Montag auf die Straße gehen, Aufklärungsarbeit betreiben und dafür sorgen, dass dieses soziale Gewissen sich nicht beruhigt. Aber die Montagsdemonstration ist nicht einfach nur quantitativ zu fassen. Man kann nicht immer 250.000 Leute auf die Straße bringen. Da haben die Leute gar keine Zeit dafür. Irgendwie muss man ja nochmal arbeiten, mal ausruhen, mal Urlaub machen. Haben wir alles Verständnis dafür. Die Montagsdemonstration ist zur Einrichtung geworden. Zur Institution der Einheit von Arbeiterbewegung und Arbeitslosenbewegung. Institution des aktiven Widerstands gegen die Zerstörung der natürlichen Umwelt. Institution auch für die Frauenbewegung, die Jugendbewegung, für den antifaschistischen Kampf. Und es gibt auch keine Sache, die von Bedeutung ist, die heute nicht Thema der Montagsdemonstration geworden ist. Ich erinnere an Rojava, wo heute in Syrien der Kampf um Freiheit und Demokratie von allen Beteiligten, vom Assad und von den sogenannten oppositionellen Gruppen mit Waffengewalt bekämpft werden. Ich erinnere an diese Demonstrationen in Istanbul oder in der Türkei im Juni, wo die Montagsdemonstration den ganzen Tag eine Montagsdemonstration gewidmet hat, die Solidarität zu organisieren. Die Montagsdemonstration ist also in Kinderschuhen des Kampfes gegen Hartz IV herausgewachsen und ist zu einem Tag des aktiven Widerstands geworden. Und der Montag steht heute in Deutschland für den aktiven Widerstand. Und nicht nur für uns, auch für die Leute, die gegen den Flughafenbau sind, für Stuttgart 21. Das sind alles Früchte der Montagsdemonstration. Und ich erinnere auch an die großen Demonstrationen nach dem großen Fukushima-Unglück im März vor 2 Jahren. Da waren 750 Städten, Tausende von Menschen auf der Straße. Das ist die Frucht unseres Widerstandswillen, Leute. Und das lebt und das wird immer da leben, wo was los ist. Und wir sind immer da, wenn irgendwas passiert. Das ist eine organisierte Bewegung, die nicht mehr wegzudenken ist von diesem Nachkriegsdeutschland. Und es ist auch eine Bewegung der Einheit von Ost und West. Es gibt wohl keinen Bereich in dieser Gesellschaft, in dem die Einheit von Ost und West so gewachsen ist, wie bei dieser Montagsdemonstration. Ich erinnere mich noch am Anfang, da waren es noch 2 Arten von Demonstrationen in Ost und West. Wir sind zusammengewachsen, weil wir dieselben Interessen haben, weil wir gemerkt haben, die Basis ist es, die dieses Land zusammenführt und nicht irgendwelche Politiker, die heute noch die Ostdeutschen diskriminieren mit niedrigen Löhnen, schlechteren sozialen Leistungen, miesen Renten und einer verkommenen kommunalen Situation. Die Montagsdemonstration steht auch wie keine andere Bewegung für Überparteilichkeit. Und ich freue mich immer wieder, dass hier jeder,
auf antifaschistische Grundlage an unserem Diskurs teilnehmen kann, auch wenn wir nicht mit allen einverstanden sind. Ich freue mich auch besonders über den Kollegen, der vorhin von der Linkspartei gesprochen hat, obwohl ich momentan doch eine stinkende Wut auf diese Linkspartei habe. Die haben einen Wahlkampf hingelegt, da triefte das alles nur von sozialer Gerechtigkeit und eine Wende in der Politik. Wo sind die denn heute, diese Führer, die uns jeden Tag im Fernsehen vollgequasselt haben? Ich würde mir mehr wünschen von dieser Partei als Parlamentsquasselei, Kampf an der Straße. Das ist das, was wir von den Leuten erwarten, wenn sie wirklich was für soziale Gerechtigkeit tun wollen. Und überhaupt, da werden Kampagnen losgetreten für Mindestlöhne, für Mindestrenten, für Mindestsicherung. Nichts dagegen. Wir waren schon immer im Montagsdemonstrat, wir waren schon immer gegen niedrige Löhne, gegen Niedrigstlohngruppen, gegen eine diskriminierende Lohnarbeit und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, sind wir uns denn nicht zu schade dafür, dass man uns immer nur das Mindeste anbietet? Ist das nicht eine Antwort auf unsere Demonstrationen, dass man uns jetzt zurückstellen will mit der kleinen Pille der Mindestlöhne, der Mindestrente, der Mindestsicherin? Schluss mit dieser ganzen Ausbeutegesellschaft. Weg mit dem Mindestscheißdreck. Wir wollen vernünftige Löhne. Wir wollen Renten, wo wir leben wollen. Wir wollen Arbeit haben, wo man von leben kann. Wir wollen nicht diesen Mindestscheiße haben. Und deswegen sagen wir hier, wir kämpfen fürs Ganze. Und da fangen wir damit an, mit PECs gegen Hartz IV. Und wenn Hartz IV weg ist, da gibt es schon mal die ganze massenhafte Leiharbeit nicht mehr. Da gibt es auch keinen Zwang mehr, zu Niedrigstlöhne zu arbeiten. Und da gibt es auch keinen Zwang mehr, dann in die Niedrigstländer überzuwechseln, wenn man Langzeitarbeitslose über 50 und so weiter, Leute. Bleiben wir dabei, was wir angefangen haben. Wir haben gut angefangen. Wir haben 10 Jahre durchgehalten. Wir halten nochmal 10 Jahre durch, weil wir nicht wegzukriegen sind von der Straße. Denn die Arbeiterklasse ist genauso notwendig wie alles andere hier in der Gesellschaft. Sich die wichtigste Kraft in dieser Gesellschaft. Und sie wird auch dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich ändert. Glück auf, jetzt gebe ich das Mikrofon zurück.